Hallo zusammen und willkommen wieder zurück zu Phantasy Star Online. So, da wollen wir uns doch mal diese wahrscheinlich dann, sagen wir mal, finale Mission hier dann mal ansehen. Dark Inheritance. Ja, wir müssen nochmal ganz nach unten in die Ruinen ein und hinein und dort unten muss es wohl eine Antwort geben. So, mal kleiner Anruf hier dazwischen. Diesmal sogar jemand anders, als den ich eigentlich erwartet hatte, aber na gut. Okay, also wir haben ja einfach nur die Mission gestartet. Hansa, nee, vielen Dank für dein Kommen. Das ist möglicherweise unsere letzte Folge von Aufträgen, die wir für dich haben werden. Folgende Situation. So einfach, wie ich es erklären kann. Die Untergrundruinen, die wir dort unten begraben gefunden haben, und der Grund für das Siegel, für seinen Eingang, nun, das Labor glaubt, dass dieser Ort in Wahrheit ein riesiges Raumschiff ist. Explizit gebaut worden, um irgendetwas darin zu versiegeln. Und nun ist dieses Siegel gebrochen worden. Dieses Etwas ist nun freigesetzt. Wenn wir nichts unternehmen, wird wahrscheinlich ein riesiges Desaster passieren. Da wir keine Ahnung haben, wie wir dieses Siegel wiederherstellen können, das lässt uns nur noch eine Möglichkeit. Wir müssen zerstören, was auch immer wir freigesetzt haben. Du bist der Einzige, dem wir vertrauen können. Unsere Zukunft liegt in deinen Händen, ey. Ich zähle auf dich. Raumschiff. Jetzt bin ich nochmal überlegen, wie war das bei Phantasy Star 4? Also wir wissen natürlich, dass Phantasy Star 3 wie so eine kleine Side-Story auch war, ne? Aber ich dachte wirklich, bei 4 wurde dieses Millennium dann sozusagen zu Ende gebracht. Naja, auf jeden Fall gab es irgendwie ein Raumschiff und mit dem sozusagen eine gewisse, sagen wir mal, Macht oder was auch immer hierher geschickt worden ist. Es gibt nichts mehr für mich zu sagen, wirklich. Der Direktor hat ja bereits alles erklärt. Ich wünschte, ich könnte vorhersagen, was genau passieren wird. Alles, was wir tun können, ist daran zu glauben, dass du mit der Situation umgehen kannst. Je mehr wir über diese Ruinen lernen, desto furchteinregender scheint es. Es ist einfach so. Viel Glück. Ja, jetzt ist mir wieder eingefallen, ne? Direktor. Mal sehen, wo wir jetzt den Teleporter hinsetzen. Gleich in die Ruins 3. Ne, okay, 1 ist jetzt. Da wird nochmal eine dicke Quest hier, weil wir werden uns, ich gehe mal davon aus, bis 3 durchkämpfen müssen. Na gut, ist ja in Ordnung. Dann kommt erstmal her, hier ein bisschen. Ja, ich denke, wir haben die Gegneranzahl ja noch mal ein bisschen gepusht haben, ne? Das war schon mal ein ganz schöner Begrüßungskampf hier. Na, mal sehen. Dieses. Müssen wir noch mal schauen, das ist hier bestimmt. Das soll Atomizer, ne? Genau, den haben wir auch, wenn wir mal. Ja. Da sind wir meistens wahrscheinlich erstmal am Anfang noch ein bisschen geizig damit.
Okay, damit geht das auch kaputt. Braucht halt mehr ATP als... mal hier lang, weil auf der anderen Seite halt dieser... wollte gerade sagen, kann ja eigentlich nicht sein, dass es gar keine Möglichkeit gibt, das hier hell zu machen. Also gut, wir hatten schon mal irgendwo zuletzt einen Raum gehabt, da waren allerdings auch keine Gegner, ne, der so komplett dunkel dann war. Heilung gesagt, die Vermutung ist schon, dass es hier wahrscheinlich ziemliches Geprügel wird, bis wir hier durch sind. Das heißt, du wirst bestimmt irgendeine Falle sein, ne? Ja. Ja, du kannst wahrscheinlich weg hier. Hab ich schon gedacht, Basta interessiert uns jetzt nicht unbedingt. Ja, natürlich auch nicht. Ja, jetzt schaffen wir es schon häufiger mal, die mit drei Schlägen zu besiegen. Also sie haben wirklich genau 150 HP. Ich gehe mal davon aus, dass... Ach nee, also plus 1 kriegen wir mindestens noch, aber 29 wird kein Endwert sein für unser Partisan hier. Und wir kriegen ja gleich schon wieder den nächsten Level ab. Schnell den Sorcerer. Ja. Das ist aber halt schon wirklich hilfreich, dass wir jetzt wirklich relativ schnell auch seine Kristallchen da weghauen. Abwehr, Angriff, leider nur ein Abwehr, aber na gut. Also ja, eine kleine Sache, als ich mir zuletzt nochmal die letzte Folge nochmal so ein bisschen reingeschaut hatte, aber es ist soweit auch alles jetzt nach meinem Wiederkehr hier zu dem Spiel und so weiter alles funktioniert. Was mir nochmal aufgefallen war, natürlich diese Blutflecken hier und so weiter, die bleiben halt auch wirklich die ganze Zeit bestehen. Also selbst wenn wir jetzt die ganze Map hier erkunden und wieder zurückkommen, ja, dann bleiben die halt trotzdem da. Also nicht, wenn man bei so alten Spielen so sieht, das haben die meistens dann schon so gemacht. Bei den heutigeren ist es ja so, wenn du da eine Minute später zurückkommst, ist alles despawn. Ja, und die lila Farbe kommt halt daher, dass es hier halt jetzt diese Dark-Gegner sind.
die ersten, diese Natives in den Waldjahren hatten ja normal, ganz normal rotes Blut. Die in den Caves ja grünes. Und die Maschinen, die bluten natürlich nicht. Also hätte man höchstens sie beim Mortal Kombat Öl bluten lassen können. Aber die explodieren halt. Ich weiß nicht, ob man da wirklich vielleicht, na gut, vielleicht wie so einen kleinen Verbrennungsfleck oder so am Boden vielleicht gesehen hat, das kann ich jetzt nicht mehr genau sagen. Ich denke mal nicht. 45%. Das wird man nicht so einfach schlagen können. Ach ja, genau, die Vierer-Dinger hier. Okay, genau, irgendwie müssen wir da mal dahin. Da erstmal hier rein. Okay, oben. Nee, darauf müssten wir. Okay. Haben wir dich so gelöst? Das hatte ich jetzt mal vermutet, wenn wir uns da weg teleportieren, dann ist da dann diese. Also aus meiner Sicht ist das, denke ich, eine geglitschte Falle. Weil das hätte ja einfach mehr oder weniger schnell dann hochgehen müssen. Aber gut. Erscheint ja doch nicht ganz unselten zu passieren. Von den alten Spielen kann ich mich da allerdings nicht daran entsinnen, dass das da damals auch schon so war. Muss ich ehrlich sagen. Achso, ja, das war das, ja. Dann geht's bloß noch da runter. Einen Augenblick nochmal kurz. So, jetzt hier weitergehen. Na toll. Zwei kleine Gegnerchen in diesem Riesenraum. Okay. Wir haben es versucht. Mhm.
Skeptor, sehr gut. Könnten wir ja vielleicht sogar mal eins für den Bosskampf mitnehmen. Ja, na gut, gib halt die TP her. Nochmal kommen wir ja, denke ich mal, nicht dabei. Bis jetzt sieht es relativ linear aus. Und der andere ist dann bestimmt da drüben, ne? Hm. Okay, wenigstens die Fallen gleich mal alle entschärft, ja? Große Frage, es lohnt sich wirklich darüber zu gehen. Wahrscheinlich ist da auch nur ein Raum mit ein paar Kisten drin. Ja, das wird bestimmt so sein. Na gut, wir gehen einfach mal bei. Na gut, Moment, war. Getradet. Ja, kommt einfach einer. Okay. Jetzt ist aber mal dunkel, ja.
Danke. Okay, damit sollte man immun dagegen sein. Und wir brauchen eigentlich das Ding nicht unbedingt mehr für jetzt für irgendwas Wichtiges oder so. Immerhin ein Slot von der Evasion. Okay, Ebene 1 geschafft. Ich denke mal, die komischen Geräusche, die man hier hört, das sind dann, denke ich, schon einfach Umgebungsgeräusche, die jetzt halt hier, weil in der dritten Ebene haben wir dann auch irgendwas gehört, was wirklich so einen ganz anderen Sound gemacht hat, wenn dann an den Wänden dort solche, das ist ja schon irgendwie sehr, ja, in gewisser Weise lebensformartig aus. Ich denke mal, dass das damit im Zusammenhang steht. Kann ich mich jetzt nicht mehr dran erinnern, ob das damals beim GameCube auch schon so war. Okay, schon mal Gegner eingespawnt hier. Ah ja, ja, ist ein bisschen unangenehm, weil es ein bisschen eng ist am Eingang. Gehen wir halt einmal drumherum. Noch ein Griner, oh ja. Okay, 140, 42. So, hier geht's auch rein. Na, da geht's bestimmt in die, na gut, muss nicht unbedingt sein, aber ich würde schon mal vermuten, in die Mitte, ja. Thank you.
Hier und da werden bestimmt auch immer irgendwo in einer Falle liegen. Na gut, jetzt erstmal nicht so drauf achten. Invade Material, okay. 67. Da geht's dann wohl wirklich weiter. Mal so als Dreier-Trupp. Also an einem Fleck halt auch erschienen, ne? Sonst sind die ja meistens relativ verteilt in den Raum dann. Und wo einen sie dann anspringen. Und alles, aber natürlich auch nicht. Ach, hier drüben, ja. Mal sehen, wo es da jetzt hingeht. Genau, das war, denke ich, dieser dunkle Raum. Da ist jetzt auch nichts. Okay, das können wir mal mitnehmen. Brauchen wir nicht rumlaufen, wenn keine Gegner da sind. Ja, fast Defensive Power. Ja, interessiert eigentlich nicht wirklich. Das wäre los. Na, ich müsste ihn noch mal rumfliegen hier. Also, 1, 2.
Die Bergers und so weiter haben immer mehr Sterne wie die Armors. Verwechsel ich das dann manchmal, wie gut die dann sind? Okay, brauchen wir nicht. Ja, leider gehört der Husten doch nochmal so ein bisschen zurück. Vielleicht. Mal mit diesen Schneewetter und alles. Immerhin 30%, aber. Moment. So, ja. Okay, also alles hier optional. Gut, passt schon. Na ja, kommt, dann nehmen wir euch halt mit. Ja, schon mal ein ganz schöner Weg zurück hier, aber naja. Okay, ja, da drüben, wie schon gesagt, wenn normalerweise diese Lämpchen dort sind, ist meistens der Weg, wo es auch weitergeht. Von daher wollen wir uns halt auch erstmal das andere noch anschauen, vor allem wenn es jetzt nicht so riesig ist, aber wissen wir halt immer nicht immer. Okay. Ah, wollte ich sagen. Nun? Danke. Ja, Kranz können wir gar nicht lernen. Ich bin nicht mehr ganz sicher. Ich denke, Kranz ist der Lichtzauber und Majid, oder wie der dann ausgesprochen wird. Muss der Dunkelheitszauber sein, aber könnte auch andersrum sein. Ich kann es nicht genau sagen. Ich muss auch sagen, ich habe nicht so extrem viel mit Force gespielt. Wäre sicherlich eventuell auch nochmal irgendwann interessant, aber na, mal sehen. Aha. Thank you.
Wir waren hier reingegangen, jetzt gehen wir mal hier rein. Okay, das ist unser Reich, dann gehen wir jetzt hier rein. Ah, the big room. Und das mal hier durch hier. Jawohl, ne. Ja, was soll's, ne. Wir sind halt erstmal so, versuchen ein bisschen rumzukommen hier. Ah, geht doch. Ja. Genau, ne? Und die kamen ja vorher auch immer. Ihr werdet euch wieder in das bescheuerte Ding da zurückziehen, ne? Ich will euch nicht vorher besiegen. Nebenbei noch mit einem Kampf das Ding ausgeschalten. Ja, wir haben keinen Zeitdruck, dann können wir auch mal hier reinschauen. Leider keine Slots. Also vier müsste man wirklich erstmal wieder finden. Also das ist schon, beziehungsweise halt ein Dreier, aber dann bräuchte man halt so einen Slot-Adder. Und bis jetzt haben wir erst einen davon im Spiel gefunden. Und daher wird das wohl nicht so extremst häufig vorkommen. Weiß nicht, vielleicht gibt es dann bei, na gut, Episode 2 oder so, vielleicht ein bisschen höher, aber wüsste ich jetzt nicht, dass es eben so wäre. Death Material nehme ich immer gern mit. Na gut, dann gehen wir halt erstmal durch das Spezialtürchen hier. Weitere Heilungsring, den wir nicht brauchen. Na gut. Theoretisch. Es wird zwar blau. Ach ne, blau wäre das hier. Gut. Das so viel Sinn macht. Positionieren hier.
wie er gesagt, nicht der See, was ja. Vielleicht nochmal nach zu prüfen, was wir da letztens so vermutet haben mit diesen verzauberten Gegenständen, dass diese Prozentwerte da dort leicht ändern könnten. Aber wenn die in der Nähe bleiben und das Ding hat überall 0%, ich denke mal, dann wird das wahrscheinlich eher nichts. Die sind natürlich weg. Ich habe mich extra eigentlich umgedreht, um den anzugreifen, aber das Ding platziert sich natürlich so neben mir, dass dann der Auto-Ding genau auf ihn geht. Na gut, nochmal verwirrt. Schon ein paar TP heilen. Na, wirklich nur eine Handvoll. Und Ebene 3. Ja, das scheint schon eine etwas längere Aufgabe hier zu werden. Und hier dieses Bum-Bum, dieses, ich sag mal, Herzschlagen, oder wie ich es jetzt was mal nennen wollte, ne? Das ist eine böse Kombination an Gegnern. So, erstmal die Vierertür hier. Die Reichweite davon ist aber halt auch schon gemein, ne? Aber man muss schon sagen, sie machen auch gar nicht mehr so viel Schaden an uns. Sagen, ich hatte fast schon Angst, dass jetzt hier nochmal so ein Magier mit reinkommt.
aber das nervt natürlich. Auch mal Gegenstände, die man aus Versehen aufsammelt. Natürlich. Das war's wohl, ja? Okay, dann mal hier weiter. Giga-Frame, also wirklich schon frech, ein so was Schwaches hier vorzusetzen. Also vor allen Dingen in Ebene 3 jetzt unten, ne? Was? Okay, weil sie nicht in der Kamera gesehen haben, wurde leider keiner getargetet. Na, schade. So, wie sieht's eigentlich mit dem Ding hier aus? Also auch alle ganz ordentlich zu treffen, ja. Also die Großen sind ja schwach dagegen. Nun gut, geht's bestimmt hier hoch, was wir jetzt schon gesehen haben auf der Map. Okay. Warum ist die eine Tür eigentlich offen? Dass die Claws ein bisschen dämlich sind. Okay, du gehst aber auch wieder auf. Okay, dann gehen wir also jetzt erstmal hier lang. Oh, interessant. Also den Raum kennen wir auch noch von Layout her. Allerdings war da in unserer einen Quest, denke ich, nicht so ein Kristall drauf, aber bin mir jetzt nicht ganz sicher. Nicht ganz so optimal hier.
Hätte ich mir schon gewünscht, dass du dich auf den hier ein bisschen einschießt. Jetzt aber. Gift. Das macht uns aber wirklich nichts aus. Bestimmt noch was weiteres runter, oder? Was solche Gunner. Weil die waren sehr prominent, sagen wir mal, in der zweiten Ebene. Noch nicht der Weg zum großen Raum hier. Aber wir sehen schon, es wird schon langsam ein bisschen härter hier. Wird schon mehr von diesen Chaosbringern hier. Moment, was? Okay, nee, dann bist du die Dings. So, die Fluid. Sehr schön. Achso, das hat man schon. Da geht's noch da runter. Ja, gut. Ja, nehmen wir mal mit. Und da, Belva. Hm. 226. 2-8. Aber da gibt es jetzt hier, denke ich, nichts wirklich Sinnvolles mehr, oder? Naja. Ja, das eine Ding da hinten, das ist jetzt wirklich. Okay. Herum den Mann hier. Okay. Jetzt irgendwo auf einen kleinen Teleporter dorthin.
Aber ich habe hier einfach ein bisschen Angst. Also. Die Wahrscheinlichkeit ist halt sehr groß, wenn wir da näher rankommen, dass wir dort einfach eingeschlossen werden. Okay, jetzt waren zum Beispiel wieder 6 Stück, wo ich so gedacht hätte. Hier werden doch bestimmt so sein, dass wir. Vielleicht wieder 2 Gruppen oder so von denen bekommen, aber nein. Nicht. Manchmal stört sie es doch nicht, wenn der Rote gestört wird. Schon mehrere Slow Traps, ne? Aber wenn wir jetzt einmal hier in der Ecke sind, sind wir, denke ich, ganz. Okay, gut. Ganz gut aufgestellt. Zumindest ein bisschen haarig gewesen, aber alles ja ganz gut hier. Bartha Level 7. Ja. Können sie dann aber nicht wirklich interessant eigentlich für uns. Na, erstmal hier hinter. Vielleicht so ein Mini-Raum nur, ja. Evasion schon, ne? Ich meine, man muss auch sagen, wir blocken ja auch häufiger mal diese Gegnerangriffe, also ganz so selten tritt das ja nicht ein. Oh, du könntest der Weg sein. Ne, bist du nicht. Eine bunte Mischung von denen hier. Wie auch immer wir da nicht treffen konnten.
bei Brave Armor denke ich sogar okay, ne? Hyperframe, okay, da ist sogar noch ein bisschen besser. Allerdings auch ohne Slots hier. Also ganz ohne kann er lieber weg. Na, wenn natürlich weiter gedamaged hier. Das ist ja eigentlich klar. War doch auch schon ganz schön groß, dieser dritte Abschnitt hier. Vielleicht doch mal wieder den Boss aufheben. Wenn wir es nicht aus Versehen bei irgendwas einsetzen. Aber wenn so eine komische Falle kommt, muss ich dran denken, dass wir nicht diese Techniken da rausholen können. Dann müssen wir über das Menü gehen. So. Mal hier rein. Und hier Random Teleporter. Okay. Direkt da rein. Moment, hatten wir überhaupt dieses... Nee. Ja, 30. 3, 4, 6. Also, und das andere wäre hätte nur wieder darüber geführt. Da ist es, denke ich, okay. Nee, das ist der lange Gang. Okay. Wenn man ihn dann sieht, weiß man, dass er es ist. Es kann nur manchmal sein, dass man denkt, es ist schon ein anderer. Und hier sieht man jetzt auch, dass die Side-Räume hier nicht sofort offen sind, wie das andere, was wir da mal hatten. Ich wollte gerade sagen, waren da hinten nicht auch schon Gegner? Die waren so weit weg, dass man jetzt, also out of range zum Animieren, aber auch auf der Kraft hat man sie erstmal nicht gesehen. Ja, das war auf jeden Fall schon ein bisschen lustig hier. Also da werden wir jetzt auf jeden Fall mehr Gegner sehen, als wo wir hier jetzt das letzte Mal rein sind. Den Sorcerer hier weg. Und da eben, das war halt auch wieder so ein Block, ne? Definitiv die höhere Reichweite hier. Okay.
würde es theoretisch schon öffnen. Wir haben noch mehr Gegner da. Ich denke, wir gehen auf jeden Fall auch nochmal in die Side-Räume, also wenn das jetzt nochmal Gegner spawnen, da vielleicht sind ja doch ein paar gute Gegenstände drin. Ja, Escape Door würde ich mal so als gute Sache nennen. Ach ja. Interessantes. Ja. Müssen wir mal nachschauen, dass wir hier auch. Ah, wird doch gar nichts gespawnt, okay. Nicht irgendeine Waffe im Pool haben, die wir gleich brauchen. Weil ich nicht weiß, ob wir im Bosskampf wirklich die Waffe dann wechseln. Wenn wir wahrscheinlich mit unseren Deckern ankommen, dann wird es wahrscheinlich gewesen sein. So, ich hoffe mal, dass der jetzt sagt 31, das gibt's doch gleich, das geht immer noch weiter. Okay. Ich meine, wie schon gesagt, da habe ich jetzt nichts dagegen, dass es immer mehr Schaden macht über die Zeit. Okay. Customizing. Ich glaube nicht, dass wir unbedingt hier so viel auf Zauber oder sowas gehen. Das heißt, wir werden uns stattdessen mal Thymates hier hinlegen. Also gerade das Trimate. Und die Fluids mal noch. So, okay, nochmal kurz hier trinken und so weiter. Naja, Blade wahrscheinlich. Und dann würde ich mal sagen, gehen wir mal rein hier. Teleportiert ja hier automatisch, kann man nichts mehr auswählen. Unser Mac powert uns auf. Eine große Säule hier. Okay, man kann trotzdem immer nur einen angreifen. Dann. Ach nee, man sieht diejenigen, die. Ah, okay. Hat diesejenigen auf der Karte gesehen, die tatsächlich angreifbar waren. Ja, dann würde ich sagen, geht es los gegen einen altbekannten Gegner. Dark Walz. Na da. Sogar fünffach.
Bin ich mir sicher, konnte man den auch zentral hier angreifen? Ne, na, nur diese Köpfe hier. Bin mir nicht mehr sicher, ob man tatsächlich auch einfach oben drauf schießen konnte. Ja, dagegen. Ich weiß nicht, ob man da realistischerweise ausweichen kann. Okay. Okay. Hat nicht zwei Formen. Ah ja, genau. Wir werden jetzt dann mal diesen anderen Dings hier einsetzen, wenn er dann stehen bleibt. Achso, er kommt jetzt nicht vorgesprungen? Wie war denn das? Wir setzen sich mal ein. Jetzt mal den Vorwärtsangriff. Achso, die Rüdel ein bisschen mehr, aber Schaden auch machen wie der andere. Das ist doch nicht schlecht. Okay, jetzt gehst du natürlich gerade wieder weg. Okay, na, zu ich denke, theoretisch, wenn er da dann so dran sitzt, kann man ihn eigentlich angreifen. Das ist ein Ding. Hält allerdings in dieser Form auch mehr aus wie in seiner ersten. Kriegen hier. Okay, das war jetzt, denke ich, Eis hier. Okay, dagegen können wir eh nichts machen. Sind wir wirklich besser dort mit der Lockgun dann einfach drauf zu schießen? Wie schon gesagt, weiß ich eh nicht, wie man den ausweichen sollte. Wenn ich davor stehen kann, natürlich sein, dass er dann jedes Mal weiterfährt. Scheint auch sein, dass Zeichens recht viel Evasion zu haben. Okay, jetzt sehe ich mehr von denen. Nochmal mit Rest da heilen.
Wir können uns schon ein paar Mal heilen, so ist nicht. Instant Death, aber wir werden wiederbelebt. Seid ihr wahnsinnig? Instant Death, aber wir werden wiederbelebt. Kann das jemand erklären? Oh, war es jetzt genau das? Also ich würde mal wissen, warum wir jetzt bei dem Eisangriff instant gestorben sind, obwohl wir jetzt nicht irgendwie direkt in der Mitte vor ihm waren oder so. Aber gut. Unsere also zwei Escape Dolls genau gebraucht. Hey. Level up. Mal schauen, ob wir hier irgendwas Gutes finden. So. Okay. Ja, haben wir es doch an der Stelle geschafft. Etwas knapp, aber hey. Und somit natürlich der, wie gesagt, zu erwartende finale Boss hier. Drei Quals natürlich, wie immer. Und er selbst gibt was in die Fluid. Ah ja, okay, dann gibt es hier einfach nur das Ende. Episode 1 komplett. To be continued. Ja. Okay. Ja, etwas undramatisch, damit wir jetzt nicht irgendwie eine Endsequenz oder sowas bekommen. Aber gut, somit hätten wir den, was sag mal, allerersten Teil dieses Originalspiels, sozusagen diese Episode 1 dort abgeschlossen. Und ja, das würde ich sagen, für den Moment würde ich es für die Serie auch erstmal, also was heißt belassen, wir werden uns die anderen zwei Episoden natürlich auch noch ansehen, allerdings gehen wir jetzt erstmal wieder ein bisschen auf andere Projekte über und lassen das mal so ein bisschen ruhen, wie es bei Brotato, sagen wir mal, vorhatte, wenn ich da nicht krank gewesen wäre. Ja, also werden wir dafür sicherlich mal ein paar Wochen jetzt erstmal hier das so ruhen lassen. Bei der GameCube-Version war es so, dass es in Episode 2 keine von diesen Neben- bzw. hier, wie es hier jetzt Main-Missions heißt, dieses Governance-Zeug gab es ja sowieso nicht. Da ist jetzt interessant, ich gehe mal davon aus, dass es jetzt wahrscheinlich zumindest diese Government-Missionen gibt. Also man muss dazu sagen, beim GameCube gab es dann theoretisch downloadbare Episoden, wenn man halt online gespielt hat, aber im Offline-Modus gab es dann Episode 2 halt nichts. Und ja, von da bin ich da durchaus mal gespannt, wie das sich dann dort darstellt. Ja, sonst haben wir jetzt, denke ich, nichts wirklich Interessantes jetzt hier noch an Gegenständen übrig, von daher ist es nicht schlimm. Ja, wirklich sehr froh, dass wir es jetzt noch gerade ja so hinbekommen haben mit unseren zwei Escape Dolls. Weiß ich jetzt wirklich nicht ganz genau, warum die jetzt diese allerletzten Angriffe uns zweimal instant gekillt haben. Und ein einziger Angriff auf ihn sozusagen hat noch gefehlt. Das ist natürlich auch irgendwie lustig. Aber nun gut, ja, sind wir erstmal soweit zufrieden. Also da, bis dahin.